Das war also alles komplett umsonst hier. Das ist super. So, wo muss ich denn da jetzt... Wie lang? Achso, hier muss ich auch noch wieder zurück. Oh Gott, ich fühle mich so leicht überfordert. Also muss ich hier oben lang. An euch muss ich vorbei. Es tut mir sehr leid. Oh Gott. Hör die auf, hör die auf, hör die auf, hör die auf, hör die auf. Ich fühle mich hier gerade überhaupt nicht wohl, aber ich komme auch nicht wirklich weiter hier. Nein, ich will das Ding mitnehmen. Ich will das Ding mitnehmen. Wo komme ich jetzt endlich lang? Oh Gott sei Dank. Oh mein Gott. Warum denn nach da und nicht dahin, wo das Feuer wirklich herkommt? Wo das Problem sitzt. Wir haben es ja. Ich weiß, ich bin sehr ruhig. Ich komme hier nie im Leben durch. Oh Gott. Au, 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 au. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott. Ich weiß nicht, ob sich das alles hier überhaupt lohnt. Das wird ja immer schlimmer hier. Oh nee, nicht immer zurück. Hier fange ich ja wieder bei null an. Aua, könnte das bitte... Das ist total klasse hier gerade. Nein, wo mache ich denn? Muss ich hier irgendwo lang? Komme ich hier irgendwo lang? Lass mich in Ruhe. Au, au. Oh Gott, ich muss hier kämpfen. Daddy, wenn das war das. Wie soll ich denn hier kämpfen können? Wenn das alles hier nicht irgendwann super mal was bringt, ne? Dann heule ich. Oh Gott, komme ich hier wieder nicht raus? Komme ich hier wieder nicht weg? Ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg, ich muss hier weg. Alter Schwede.
Ja, ich weiß, dass du müde bist. Ich sehe das. Okay. Ich könnte jetzt eigentlich auch ein Luftschiff rufen und in der Hoffnung hier verschwinden, dass sie kommen. Machen wir. Luftschiff rufen. Nach Hause. Lass kommen, lass uns schlafen gehen. Ah, aber ich bin wenigstens einen kleinen Schritt weiter gekommen. Einen kleinen Schritt. Na, da war eine gute Laune. Curryreis, aber ich bin nicht gemütlich hier. Das ist. Sag mir, was du davon hältst. How is it? Ist das gut geworden? Es war schrecklich. Misslungenes Gericht? Nein, Curryreis. Oh, okay. How is it? Es war gut. No way. Wirklich? Puh, was für eine Erleichterung. Ich war zwar stolz, dir das servieren zu können, aber trotzdem nicht so ganz zuversichtlich. Ich mochte ihn nicht anlügen. Ich mochte ihn anlügen, weil ich konnte ihm nicht die Wahrheit sagen. Das wollte ich eigentlich sagen. Warum legst du jetzt alles beiseite her, mein Hase? Also ich brauche wieder viel Geld heute. Das ist schön, dass Haaren glücklich aussehen. Weil ich glaube, ich nicht ganz viel zu verkaufen habe. Gestern hatte ich deutlich mehr. Das hat natürlich eine Menge Geld gegeben. Könntest du das bitte einfach lassen? Könntest du das bitte einfach lassen? Dinge durch die Gegend zu schmeißen. Vielleicht möchte ich einfach das Ding jetzt da. Vielleicht lasse ich es da stehen. Ja komm, schmeiß doch einfach alles durch die Gegend. Wir haben es ja. So, wie mache ich das denn jetzt? Mit der Hacke unterzuhaken. So, Hacke, Hacke, Hacke. Hacke, 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 Hacke. Ich kann es auch noch nicht ernten. Ich hatte jetzt tatsächlich gedacht, ich kann es ernten. Ich sag da jetzt echt nichts mehr zu. So, kann ich diese Wurzel mitnehmen? Nein, aber ich kann die Blumen pflücken. Das bringt mir vielleicht ein bisschen was an Geld ein. Vishnad oder Chlorica kommen nämlich gleich. Vishnad kommt. Warte, Vishnad, ich hab noch sehr viel mehr. Good morning. Er wird nicht alles mitnehmen. Egal, habe ich für morgen schon mal was. Ich würde zwar nicht so viel Medizin wie das letzte Mal mitnehmen können, aber allerdings ein bisschen was. Das ist ein Anfang. Nicht das, was ich haben wollte. Aber vielleicht sollte ich daraus auch eher was kochen, als das wegzutun. So eine Rübe. Aber ich weiß es gerade auch ehrlich gesagt nicht. Ich brauche jetzt nämlich erstmal wieder neue Samen. So, da fangen wir jetzt erstmal. Duckwarte. Hallo Savannah. Savannah, nicht so wichtig ist es nichts. Mann. Ich darf gar nicht so viel Samen kochen. Drei Rübensamen. Ich darf gar nicht so viel Samen kaufen. Ich brauche das Geld doch anderweitig. Scheiße. Das ist. Ich habe auch noch viel davon, was ich da reinsortieren kann. So, ich habe Ranken hier, so komische Ranken, die kann ich verkaufen. Dann
habe ich hier noch das und das. Und das, und das, und das, und das. Das kommt jetzt auch weg. Verkaufswert? 4000 Gold. Ist jetzt auch nicht die Welt, ne? Aber besser als nichts. So, ich muss mal eben alles umhacken, was jetzt hier so. Was ich jetzt gepflückt habe. Dann kann ich gießen gehen. Wir sind nicht, wenn es wieder regnen würde. Tatsächlich mag ich Regen sehr gerne. Aber wenn ich da jetzt erstmal nur wieder so eine Art Speicherpunkt habe, dann ist der Dungeon wahrscheinlich noch recht lang, oder? Ah, ich befürchte ja das Schlimmste. Ich befürchte, dass wir da noch sehr lange dran sitzen werden. Ich weiß noch nicht, ob ich das so gut finden werde. Mal gucken. Was ist das? Was ist das? Lampengras wächst da. Aha, Lampengras. Lampengras. Es fängt tatsächlich wieder an zu regnen. Egal, ich gieße jetzt noch meine letzten Felder. Einfach aus Prinzip. Nee, eine Murve da, die gieße ich auch noch. Prinzip und weil ich es will. So. Jetzt muss ich. Wo ist Dillis? Warum weiß ich, dass Dillis hier ist? Männer. Block. Warum trägt er denn da. Was trägt denn der da mit sich rum? Warum macht er das immer wieder so komische Sachen? Ich verstehe es nicht so ganz genau. No. No. Siehst du dich wieder an? Könnten wir noch eine Runde mit Arthur reden? This is nice. Hi, no. Hello. Hi, Flavia. Hello. Wenn Clarica bei dir ist, wenn du wegnickst, würdest du ihr dann nicht in die Wange kneifen, um wach zu bleiben, anstatt dich selbst zu greifen? Oh, it's sunny now. Hello. Du siehst gut aus heute. Oh, Savannah, bitte schau dir doch mal diese Brille an. Etwas Schöneres gibt es ganz bestimmt nicht. Die macht auf mich einen ganz normalen Eindruck. Er hat seine Brillen. Ups. Schatz, könntest du da jetzt noch rauskommen? Bitte. Oh, er ist... Hast du oft zu essen? Ich hab gleich was für dich. Ich habe was zu essen für dich, also komm da raus. Sonst ziehe ich dich an deinem Pferdeschweif da raus. Ich mach das. Ich ziehe dich da an den... An dein Puschelöhrchen ziehe ich dich da raus. Versprochen. Ich warte hier auf dich. Ich hasse das. Warum muss der so oft baden gehen? Hey, it's getting cooler. Es wird kühler da draußen. Das stimmt, ja. Hey. Angelst du gerne? Ja. Really? Gut. Das ist schön, nicht wahr? Im Nahkampf mit den Fischen in ruhiger Umgebung. Diese fantastische Atmosphäre, in der man sich voll auf die Aufgabe konzentrieren muss, die vor einem liegt. Das ist richtig gesprächig. Ja, du bist gleich noch gesprächiger. Well, ja, so wie selbst gemacht. Kannst mal gucken, doch. So, jetzt gehe ich Medizin kaufen. Ich habe das Gefühl, das sollte alles perfekt laufen, weil ich hoffe, dass du recht hast. Gesundheit ist wichtig, weißt du, ja. Deswegen möchte ich mir gerne deine Medizin angucken. Wie viel kann ich mir denn davon leisten? 6500. Wow, thank you so much. Take care. Take care. Ich werde auf mich acht geben. Dankeschön. So.
Und jetzt nochmal hier rauf. Delirium-Lava-Ruinen. Ich fühle mich da so wohl. Ich fühle mich da mittlerweile richtig heimisch. Oh mein Gott. So war das jetzt nicht geplant. Das ist ja mal das Lebenskampf. Die heilt sich ja ständig selber. Die ist blöd. Wieso heilt die sich ständig selber? Wie kann ich sie davon abhalten? Wie kann ich sie davon abhalten, dass sie tut, was sie da tut? Das war ganz schön hart. Also ich habe jetzt eigentlich auch nicht damit gerechnet, dass ich das gleich schaffe. Aber könnte bitte diese Blume da mal fischen? Oh Gott, ich kann keine Magie anwenden. Moment. Da habe ich jetzt mitgerechnet. Da habe ich irgendwie sogar... Es tut mir so leid. Was ist das? Ich muss schon zugeben, ich mag befeuchte Tage sehr gerne. Was kann ich tun? Was habe ich denn davon? Ich muss das Blut nicht sehen. Ich muss es einfach nur spüren. Ich kann seine Gegenwart fühlen. Das beobachtet mich. Was ist das da über mir? Warum geht das nicht weg? Ich mag das da nicht haben. Okay, das hilft irgendwie. Es geht nicht weg. Was auch immer das ist, aber es ist egal. Ich will das... Diese Pflanze... Diese Pflanze, ne? Das ist gerade irgendwie... Triggert die mich hart. Okay, kann man aber mit dem Schwert tatsächlich extrem gut bekämpfen. Entschuldigung. Oh, Entschuldigung. War nicht so geplant. Aber das gefällt mir sehr gut. Ich geh pennen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Geschlafen, das gefällt mir sehr gut. Ich glaube, gegen die habe ich tatsächlich meine Chance. Das wäre sehr schön. Ich fand ihn mal allein. Oh nee, bitte kein Taifun. Butler zu sein ist ein ehrenhafter Beruf. Die Leute vertrauen sich den Schutz ihrer Häuser an, weißt du? Mein Ruf ist wie ein Verlässlichkeitszertifikat. Ich hasse das, ne? Gerade jetzt, wo, glaube ich, endlich... Nee. Sie sind noch nicht fertig, aber...
Meine ganzen Kleeblätter könnten mir alle wieder verhagelt werden, wegen dem scheiß Regen hier, ne? Das finde ich gerade richtig übel. Das finde ich gerade richtig, richtig übel. Manu, das ist unfair. Weil ich genau weiß, dass mein Feld morgen aussieht wie Sau und ich kann wahrscheinlich nicht eines meiner Kleeblätter retten. Also Taifune nerven extrem. Die dürften normalerweise nicht das anrichten, was sie anrichten. Nicht so extrem. Seht ihr, da geht's schon los. Da habe ich schon wieder das erste. Da. Das kotzt mich jetzt gerade schon wieder tierisch an, ne? Alter, komm. Ich will nicht wissen, wie es morgen aussieht. Wahrscheinlich steht nicht ein einziges Kleeblatt mehr. Das wird super.